Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Rogue Company. Ja, wer hätte es gedacht, es gibt einen komplett neuen Modus im Spiel. Und zwar ist das hier ein zeitlich limitierter Modus, der nennt sich Bounce House. Try to stay on the point if you can. Und was es damit auf sich hat, sehen wir heute. Ja. Der neue Limited Time Mode Hüpfburg. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Spaß mit dem Modus. Also, es ist jetzt nicht der beste Modus, den ich jemals gespielt habe, aber ich habe zugegebenermaßen seit langem wieder richtig Spaß mit Rogue Company, unter anderem in dem Modus. Auch wenn die Runden nicht allzu lang sind und auch wenn es richtig lange dauert, bis man mal eine Runde gefunden hat. Aber es macht Spaß. Und es macht Spaß, obwohl es ein sehr schneller und auch leicht unübersichtlicher Modus ist. Was ich genau damit meine, werdet ihr gleich sehen. Der Modus sieht so aus. Es gibt einen bestimmten Punkt, den man einnehmen muss, beziehungsweise nur wenn Leute vom eigenen Team und keine Gegner in dem Punkt sind, dann bekommt man selbst Zeit, um gut geschrieben. Und das Team, das entweder eine bestimmte Zeit erreicht oder nach Ablauf von 5 Minuten am meisten Punkte auf dem Konto hat, das Team gewinnt dann. Und das Game sieht folgendermaßen aus. Jeder Spieler hat einen Baseballschläger, der nicht geworfen werden kann. Und jeder Spieler hat eine Einschlagsgranate. Und das Ziel des Spiels ist es, so viele Punkte wie möglich zu kriegen, indem man selber oder Teamkollegen in dieser Zone sind, ohne dass irgendwelche Gegner noch mit drin stehen. Ja, und es ist Low Gravity. Also man fliegt herum, man kann richtig hoch und lange springen. Man fällt langsamer runter. Und man kann Gegner mit dem Baseballschläger und vor allem auch mit der Einschlagsgranate, wenn man gut trifft, richtig schön durch die Gegend schleudern. Sieht auch ganz lustig aus. So. Was ich sehr interessant finde, ist, dass das Update, in dem dieser Modus enthalten ist oder war, das war so nicht auf der offiziellen Rogue Company Seite angegeben. Das stand nur auf Steam in den Patch Notes. Da habe ich ein bisschen was über das Update gefunden. Aber sonst gab es irgendwie nirgendwo was, was normalerweise immer umgekehrt ist. Eigentlich ist es nämlich immer so, wenn, früher war es zumindest immer so, wenn bei Rogue Company ein Update rauskam, war es zuerst auf der offiziellen Rogue Company Seite und ein, zwei Tage später erschienen die Patch Notes dann oder die Update Notes dann erst bei Steam. Aber dieses Mal sind sie sogar nur bei Steam. Ist irgendwie interessant. So. Aber was steht denn genau auf Steam? Auf Steam steht ja, hey, es gibt einen neuen Limited Time Mode. Und dieser Modus nennt sich Hüpfburg. Dieser Wochenendmodus zeigt Rogue Company in einem eher arcade-lastigen und weniger strafenden Licht. Ja. Die Spieler erleiden aus allen Quellen deutlich weniger Schaden. Und deutlich weniger Schaden heißt auch wirklich deutlich weniger Schaden. Ich glaube, das meiste, was man machen kann, ist eins, wie man es gerade bei der Einschlagsgranate, bei den Einschlagsgranaten an den Gegnern sieht. Ich weiß gar nicht, ob ein Hit mit dem Baseballschläger überhaupt Schaden macht. Ich glaube schon. Aber der Schaden ist minimal. Also um Gegner auf natürliche Weise wie sonst auch zu killen, das ist hier, denke ich, eher nicht möglich.
Also, die Agenten werden mit Einschlagsgranaten ausgestattet, die Gegner zurückstoßen und über eine sehr kurze Abklingzeit verfügen. Sowie mit einem Baseballschläger, der eure Gegner vom Spielfeld katapultiert. Auch wenn zum Katapultieren an sich die Einschlagsgranate fast ein bisschen besser ist, weil mit der Einschlagsgranate hat man eine höhere Chance, die Gegner wirklich hoch zu katapultieren und von der Map runterzustoßen. Mit dem Baseballschläger kickt man die eher so auf einer horizontalen Ebene weg und hat man gerade gesehen, die bleiben dann eher so an den äußeren Rändern und Zäunen etc. hängen. Ja. Diese Karte bringt King of the Hill auf die Dächer. Dieser Modus bringt King of the Hill auf die Dächer. Ja, es ist das normale King of the Hill-Prinzip. Man muss eben in der Zone drinstehen, um Punkte zu machen. Und kein Gegner darf drinstehen. Nur eben mit ein bisschen anderen Physics. Und vorgeschriebenen Waffen. Und was steht da noch? Einzigartige Fähigkeiten und andere Waffen werden in diesem Spielmodus deaktiviert. Viel Glück dabei, euch an der Spitze zu halten. Ja, man sieht vielleicht, meine Fähigkeit, meine Drohnen, also Jukes Drohnen, sind deaktiviert. Ich glaube, das ist auch bei jedem anderen Agenten so, dass die Fähigkeit deaktiviert ist. Aber die passive Fertigkeit ist aktiviert. Bei Juke ist das so, Juke kann immer noch dashen. Und wenn mich eine Explosion von Dima trifft, vom gegnerischen Dima, dann werde ich markiert. Also passive Fertigkeiten scheinen immer noch aktiv zu sein. Nur eben die Abilities sind, naja, deaktiviert. Viel Glück dabei, euch an der Spitze zu halten. Ja, und das war's auch schon. Mehr steht nicht zu dem Modus dabei. Also in den Patchnotes steht nicht mehr von dem Modus drin. Es gab dann noch ein paar andere kleinere Balance-Änderungen. Sind sie so klein? Es gab ein paar Änderungen bei Agenten und bei Waffen und Fehlerbehebungen. Zum Beispiel bei Fixer. Fixers Fertigkeiten-Abklingzeit wurde von 45 auf 35 Sekunden verkürzt. Fixers epische leise Sohlen wurden ersetzt durch das epische Perk Meisterschütze. Und sein Rauchcluster, also die Granate von Fixer, die Abklingzeit von der Granate wurde ebenfalls von 60 Sekunden auf 20 Sekunden verkürzt. Womit Fixer doch wieder ein bisschen besser dasteht. Seine Fähigkeit ist jetzt auch mit dem, ja, mehr oder weniger Thermal Vision, ist ja nicht mehr so wirklich Thermal Vision, aber so ungefähr, damit ist die Fähigkeit wieder ein bisschen besser geworden. Mit der verringerten Abklingzeit vom Rauchcluster. Dann gab es noch ein paar Änderungen bei Sigrid. Ihre passive Fähigkeit ist die, dass sie, also war die, dass sie 20% höheres Lauftempo als alle anderen hatte, während sie geduckt war. Das wurde herabgesetzt. Jetzt hat sie global gesehen ein 10% erhöhtes Lauftempo. Das heißt, sie ist insgesamt ein bisschen schneller. Aber auch nur um 10% und nicht um, so wie zuvor noch um 20%. Und ihr seltenes Perk Explosiv wurde ersetzt durch das seltene Perk Rüstung. Sigrid hat jetzt auch Rüstung. Es passt auf jeden Fall zum Charakter. Auch mit dem Schild und so. Ja. Und dann gab es noch Änderungen bei Vivi. Die Bühnenpräsenz, also die Abklingzeit der Fähigkeit, wurde von 30 Sekunden auf 20 Sekunden herabgesetzt. Und das extra Bastler wurde ersetzt durch das extra Energiegeladen. Ja. Dann gab es noch Waffenänderungen. Bei der D40C wurde die Feuerrate, also der Schuss pro Minute, die Feuerrate wurde erhöht von 600 auf 670 Schuss pro Minute. Bei der Tier, Fixers Sniper, wurde die Basistreffsicherheit erhöht von 0,7
auf 0,9. Bei der Devotion von Dallas wurde der Kopfschussschaden erhöht von 80 auf 86. Und der Körpertrefferschaden wurde auch erhöht von 47 auf 49. Bei der S12 Tactical da wurde... Okay. In einem Abstand zwischen 8 und 15 Metern. Hat man anscheinend mit der S12 Tactical einen Grundschaden von 7 verursacht oder von 0,7, wobei ich keine Ahnung habe, was 0,7 ist. Und das ist jetzt 0,8. Ich muss euch aber ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was 0,7 und 0,8 in dem Zusammenhang bedeutet. Aber ja, das, man kann, denke ich, sagen, der Grundschaden der Waffe wurde auf einer Distanz zwischen 8 und 15 Metern. Das ist, denke ich, der mittlere Distanz-Threshold. Da wurde der Schaden etwas erhöht. Das soll das, glaube ich, heißen. So, dann gab es noch was bei der Knight. Bei der Knight wurde die ursprüngliche Schadensreduktion auf Distanz geändert. Von zwischen 8 und 17 auf zwischen 12 und 17 Meter. What? Okay, das heißt, denke ich, auch, dass die Waffe jetzt, wie sie jetzt ist, auf eine etwas höhere Distanz immer noch gleich viel Schaden macht, als es noch zuvor der Fall war. Dann wiederum wurde aber auch die Schadensreduktion auf Distanz von 0,9 auf 0,75 verringert. Ich habe keine Ahnung, was das mit diesen Kommazahlen heißen soll. Von 0,9 auf 0,75, was heißt das denn? 0,9, also 90%? Vom normalen Schaden oder wie? Dieses Steam-Layout von den Waffenänderungen, das gefällt mir irgendwie nicht. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Tja. Und bei der Hydra wurde die Feuerrate verringert von 300 auf 273 Schuss pro Minute. Ja, und das war's auch. Tja. Gut, und das war's dann auch mit der Runde. Ja, der Modus Hüpfburg. Also mir hat er sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte sehr viel Spaß an dem Modus. Und es wäre natürlich schön, wenn es so einen Modus wieder mal geben würde. Würde mir sehr gefallen. Also das hier, der Modus hat auf jeden Fall Spaß gemacht, auch wenn es ein bisschen lange gedauert hat, bis man in ein Match gekommen ist, aber es hat Spaß gemacht. Ich hatte wieder mal Spaß am Spiel und ich hoffe, dass es euch auch gefallen hat. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, ein Abo, kommentiert das Video, teilt das Video und schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Es würde mich sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.